زرت بيت الله يوما رافعا صوتي ملبي في رحاب البيت أقسم رهبة حلت بقلبي زرت بيت الله يوما رافعا صوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد. بإذن الله تعالى. Da wir das immer so Freitag handhaben, dass wir uns immer gegenseitig erinnern, ermahnen, belehren. Ja, mal ist Abu Jibril hier, mal ein anderer Bruder. Hat der Adnan auch gesagt, soll er was machen? Und ich habe mir überlegt, wir geben euch Erfahrungen und Erlebnisse von Hajj mit. Die meisten wissen ja, wir sind ja von Hajj gerade zurückgekommen. Und die Hajj ist ja einer der größten Ibadah von Allah subhanahu wa ta'ala für uns Muslime. Da ist es ja bekräftigt genug, die Hadithe, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, dass die Hajj ist nur für einmal. Und wer dazu freiwillig, jeder kann noch was dazu freiwillig dazu machen. Also das heißt, man kann öfters machen, aber es ist einmal fürs Leben. Al-Hajj ist einmal fürs Leben. Wenn du das einmal gemacht hast, musst du es nie wieder machen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt das auch in Hadith, wo der sagt, bin ja al-Islam ala khamsin, der Islam basiert auf fünf. Und der Islam basiert auf fünf. Die Shahada, dass es keinen Gott hat, gibt außer Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Prophet Muhammad der Gesandte ist, das Verrichten des Gebets, das Entrichten der Zakat. Und das Hajj zum Hause Allahs und das Fasten im Monat Ramadan. Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, der Islam basiert auf fünf und eins von den fünf Säulen ist der Hajj, bedeutet, dass dieser Ibadah etwas Gewaltiges ist. Ja? Und man erlebt im Hajj sehr viele Dinge. Man erlebt im Hajj sehr viele Dinge und man erlebt Sachen, die fürs Leben sind. Man macht Erfahrungen, die sehr wichtig sind für einen. Ich will nicht über die Urteile des Hajj oder über die Bedingungen des Hajj oder die Arten des Hajj sprechen. Ich habe am Anfang gesagt, über die Erlebnisse und Erfahrungen, die man im Hajj macht. Denn wie gesagt, man macht es einmal im Leben, manche machen es einmal, andere machen es mehrmals. Das hat was mit Qadar Allah und Maschafa'al zu tun. Schicksal von Allah und er macht, was er will. Und er bestimmt für jeden Menschen, was er möchte. Dein Risk ist festgehalten und alles ist festgehalten in deinem Leben. Und es geht, Allah Azza wa Jal erlaubt Menschen öfters dahin zu gehen, erlaubt Menschen einmal im Leben dahin zu gehen. Aber wichtig ist für uns zu wissen, Salah ist Taib, es ist einmal fürs Leben. Und wenn man es macht, sollte man es richtig machen. Und wenn man zurückkommt zum Hajj, sollte man vieles mitbringen. Nicht an Geschenken, an Gewänder, an Parfüms, an Oud und alles Mögliche. Natürlich Samsam, Wasser, alles schöne Sachen. Aber wichtig ist, dass wir, liebe Geschwister, die Gelehrten sagen, ich habe eben noch gelesen über die Hikma von Hajj, von Abu Bakr al-Jazairi, und der sagt, die Hikma von Hajj liegt darin, dein Nefs zu reinigen von den Spuren der Sünden oder von den Spuren der Fehler, die du in deinem Nefs hast, und diesen ganzen Khair, diesen ganzen Segen von Allah subhanahu wa ta'ala in dein Haus zu bringen. Ja, das heißt, dein Ahl, deine ganzen Leute sollen davon Nutzen haben, von den ganzen Sachen sollen die spüren, sollen die merken, also jeder soll von diesem Hajj, den du gemacht hast, du kommst zurück, die Leute spüren davon, sie merken davon. Und das ist sehr wichtig, das bringt man von Hand mit. Und welche Erfahrung hat man gemacht? Die beste, und der Mutas war ja auch dabei, Alhamdulillah, der weiß das auch, die krasseste Erfahrung machst du im Tag von Muzdalifa, in der Nacht, nicht Tag, in der Nacht von Muzdalifa. Du bist nach Yom al-Arafa, nach dem gewaltigsten Tag im Jahr, weil der Jahr, das Jahr, liebe Geschwister, Tage, und davon sind welche gewaltig. Allah erwähnt das im Koran, und es gibt gewaltige Tage da dort. Unter den gewaltigsten Tagen im Jahr sagen die Ulema, und ich habe das von einem Sheikh an den Hajj gehört, also der uns besucht hat, der war, glaube ich, Lehrer von der Universität in Riyadh, der hat gesagt, der gewaltigste Tag im Jahr ist Yom al-Arafa. Das ist der Tag von Arafa. Das ist der gewaltigste Tag im ganzen Jahr. Und der beste Tag in der Woche ist Yom al-Jumu'ah. Und die zwei schönsten Tage im Jahr, also der Tag der Freude, sind diese zwei Eid, die wir haben. Eid al-Fitr und Eid al-Adha. Aber der sagt, der schönste Tag in der Woche ist Jumu'ah, sagen die Gelehrte. Der gewaltigste Tag im Jahr ist Yom al-Arafa. Nach Yom al-Arafa
Also am Tag von Arafah abends geht man zu Muzdalifa. In Muzdalifa passiert was ganz Krasses. In Muzdalifa gibt es keine Zelte. Es ist, musst du dir einen Platz vorstellen voller Sand. Nichts, nur Stein und Sand ist da. Und kleine Gebirge so. Wer da gewesen ist, der kennt das. So, das sind kleine Gebirge. Und man geht in Nacht und man muss eine Nacht in Muzdalifa verbringen. Man muss diese Nacht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Nacht in Muzdalifa verbracht. Und dort sammelt man auch seine Steine für Jamarat, damit man danach Jamarat bewirft. Den großen Stein von Jamarat. Und man verbringt, und als wir da angekommen sind und wir haben uns in drei Gruppen geteilt, unsere Gruppe waren so 80 Mann, ich habe einen Teil genommen, eine Gruppe, Hussein hat einen Teil genommen, Abu Anas hat einen Teil genommen. Wir sind gefahren und wir waren irgendwie, wir sollten uns im Platz 15 treffen, ich war im Platz 17, der eine war Platz 20, der andere war Platz 25, wir haben uns alle verloren. Und du hast eine Beobachtung gemacht, als wir uns am Schluss gefunden haben, in so einer kleinen Ecke, haben wir so eine kleine Ecke für uns gemacht und unsere Schlafsäcke gemacht haben, dass wir uns da am Sand hinlegen. Und da hast du um links und rechts um dich geguckt, hattest du so ein Gefühl von Yom al-Qiyamah, wo die Menschen umherlaufen werden, alle in denselben Klamotten, meine Frau waren alle in weiß, ja, außer die Frauen vielleicht eine schwarz geworden, die andere weiß, die andere braun, aber alles in ganz normale Klamotten, die Männer alle in weiß, weil du bist in Ihram, alle in weiß und alle laufen herum. Die 10 laufen da, 20 machen Dua, andere beten, andere legen sich hin und schlafen. Also es ist wirklich ajib so. Du siehst wirklich wie Amerika, jeder läuft zu einem anderen, will von dir schlafen, einer will essen, einer hat Hunger, einer muss Toilette, fragt, ich muss, wo kann ich hier auf WC? Also es ist wirklich ajib so. Das haben auch viele Brüder bestätigt. Also als wir da saßen, die meisten Brüder, Salam alaikum, die meisten Brüder haben bestätigt, dass in der Nacht von Muzdalifa haben wir es gespürt, als wäre es Tag des Gerichts. Jeder läuft. Alaikum salam wa rahmatullah. Jeder läuft und jede Gruppe macht irgendwas. Und einzelne Leute machen irgendwas. Deswegen war für mich die krasseste Erfahrung, beim dritten Mal Hajj jetzt, war die krasseste Erfahrung war, denn die Nacht von Muzdalifa. Diesmal habe ich das so am meisten so in mir gespürt, so was in Muzdalifa überhaupt abgeht. Was ist denn, Achim? Setz dich ruhig. Habib, setz dich ruhig. Und du hast das, also man hat das einfach am meisten gespürt, weil jedes Mal so von einer Reise und wenn das immer zum selben Ort ist, jetzt wie Mekka und Hajj und Umrah, spürst du immer was anderes mit. Und in dieser Hajj war für mich die Nacht von Muzdalifa einfach ajib. Ich habe gedacht, boah, krass. Du saßt so, du bist ruhig geblieben und du saßt da und danach hast du geguckt, links, rechts. Ich hatte so meinen Döcke verloren, ich hatte keinen Schlafsack mehr gehabt, gar nichts. Ich habe benutzte Sachen, da waren die Leute, die wirklich mir sagen, konnte ich mir benutzen, aber sonst. Du sagst dann, hast geguckt, die Leute, wie die jeder so, was andere schliefen, andere beteten. Jeder hat sich irgendwie anders beschäftigt, aber alle liefen so herum. So orientierungslos. Die meisten waren orientierungslos. Und das ist ajib. Das ist ajib, es mitzubekommen. Das war wirklich wie ein Vorspiel für Yom HaQiyamah. Ein Vorspiel, wie wir vor Allah stehen werden. Du hast gar nichts mehr, außer diese Ihram-Kleidung. Jetzt in diesem Tag, in Nacht, wo es Delfa, Yom HaQiyamah, bist du nackt. Und du siehst, wie alle hin und her laufen. Und keiner weiß, wo. Was wirklich abgeht. Keiner weiß, was wirklich abgeht, ja. Und die andere Erfahrung, die ich gemacht habe in der Hajj, ist natürlich, dass man zu wenig dankbar dafür ist. Es gab so einen Bruder, der Bruder Abu Abdullah war bei uns im Zelt und hat über Dankbarkeit gesprochen. Und dass man wirklich wenig dankbar dafür ist, dass man überhaupt erlaubt wird, dahin zu gehen. Stell dir mal vor, Achim, knapp 7 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Ja, die haben neu gezählt, 7 Milliarden sagen wir. Von den 7 Milliarden sagen wir 1,5 Milliarden Muslime. Sagen wir mal. 1,5 Milliarden Muslime. Wir nehmen jetzt alles mit. 1,5 Milliarden Muslime. Von den 1,5 Milliarden Muslime, ach, waren, ich glaube, wenn das 1% wären 15 Millionen, glaube ich, ja? 1% ungefähr von 1,5 Milliarden wären 15 Millionen. Und das ist 10 Millionen. In Hajj waren das ungefähr 4 Millionen, 5 Millionen Menschen. Das heißt, nicht mal 1% der Muslime war an den Tagen, an den Ort, wo es am meisten Lohn gibt. Das heißt, Allah hat dich unter 1,5 Milliarden Muslimen unter so viel, was du nicht mal unter, also noch weniger als 1% und was da drunter. Wenn Allah erlaubt, da hinzugehen. Und das ist schon mal, das hat man dann gespürt. Als der Bruder das auch erzählt hat, wir waren in Mina, in den Tagen von Mina, als der das erzählt hat, hat man gespürt, dass man wenig dankbar dafür ist, dass man überhaupt da ist. Egal, was man durchgemacht hat. Egal, aber für mich war das die körperliche Seite, die anstrengendste Hatsch, die ich hier hatte. Von körperlicher. Ich hatte viele leiden müssen. Ob das Sonnenbrand war, ob das Ausschläge waren, alles Mögliche. Alles Mögliche. Ne? Ich wurde krank.
Aber Alhamdulillah, das ist von Allah Azza wa Jal. Im Endeffekt, trotz dessen hat man gemerkt, so erstmal was fehlt. Also die zweite Erfahrung, die man gemacht hat, man ist wenig dankbar darüber, dass man da ist. Ich habe von einem Bruder jetzt erfahren, eine krasse Nachricht. Der hat mich nach Hajj angerufen, ich habe gesagt, wie geht's und dies und das. Der ist aus England und der hat zu mir, hat auch gesprochen, ja, ich habe zu ihm gesagt, ich habe ein paar Brüder aus Birmingham getroffen, aus deiner Stadt und so, Hajj-Gruppe, Hajj-Scheine getroffen. Der hat zu mir gesagt, wirklich, weil ein Bruder, englischer Bruder, der zum Islam kommt, ist seit Jahren, war früher Rechtsszene und so, der war so von den Hardcore-Engländern so, gegen Muslime. Und ich glaube, der hat sogar Hakenkreuz sogar gut tätowiert gehabt und sowas. Der hat zu mir gesagt, der ist mit seiner Frau, der hat 8 Kinder, der ist mit seiner Frau und 3-4 Söhne zum Hajj geflogen. Und von Jeddah aus sind sie in den kleinen Bussen, so kleine Autobusse eingestiegen. Und ihr Autobus hat angefangen zu brennen, der ist da drin verbrannt. In Ihram-Zustand. Ja, mit seiner Frau. Ist da drin verbrannt. Ja, und das ist Ajib, sowieso Verbrennung. Wir wissen, wenn einer verbrennt, inshallah Shahid. Also der kriegt die Belohnung vom Shahid. Erstmal und zweitens, der war sowieso in Ihram und der war auf dem Weg zu seiner Umrah zu machen, weil wenn man ankommt, das erste, was man macht, ist Umrah. Ja, und der war in Ihram. Das heißt, das Krasseste darin steckt, dass man vielleicht nicht mal, man weiß ja nicht, man kommt dahin, wir haben jetzt alles erledigt, für diesen Bruder ist es zum Beispiel nicht erlaubt worden, die Hart zu erledigen, natürlich, in Imala Menu Biniya, die Taten entsprechen die Absichten, aber also es ist wirklich krass, wenn man gewisse Zustände mitbekommt. Ich war sehr hoch, ich habe gesagt, boah, subhanallah, der ist mit seiner Frau als Einzigsten in dem Bus verbrannt, also alle haben sich gerettet, außer die zwei, also er und seine Frau, ja, haben sich verbrannt, also sind verbrannt und gestorben dabei. Möge Allah Azza wa Jalla in Aliyat Ali und uns Jannah bringen. Die andere Erfahrung, die man gemacht hat, außerhalb, dass man jetzt das Gefühl, dieses Vorspiel von Yom Kippur hat in der Nacht von Muzdalifa oder diese wenig Dankbarkeit gemerkt hat, es hat man gesehen, wie schwer es ist, mit wenig klarzukommen, wie schwer es ist, Umstellungen mitzumachen. Ich habe das also jedes Mal beim Hajj, habe ich das jedes Mal in der Gruppe gespürt, ob das bei mir selbst oder bei den Leuten, man hat das immer wieder gespürt. Die Muslime und erst recht die Muslime hier aus Deutschland, wir sind einfach stark verwöhnt. Wir sind sehr stark verwöhnt. Weil wir einfach mit anderen Dingen hier konfrontiert sind, oder? Weil wir andere Sachen hier kennen. Du kommst dahin, du bist in Mina, in ein Zelt mit vielen Menschen darin. Du bist mit vielen Leuten, teils ein Zelt, mit vielen Leuten, teils ein Essen. Essen gibt es immer so unter Gruppen und so, was man gerade gibt, so Thunfischbrot und ein bisschen Honig und ein bisschen Käse und was weiß ich, was da wirklich gibt. Also hast nicht richtiges Essen unbedingt. Ja, und die Orte, wo man wohnt, sind vielleicht nicht die beste. Ja, wenn man so einen Wohnkomplex gewohnt hat, bist mit 9, 7, 8, manchmal mit 11 Mann, mit 10 Mann in ein Zimmer. Ja, der eine will Klima, der eine will nicht, dann jeder irgendwie anders drauf und da musst du erstmal schon mal drauf klarkommen. Das heißt, diese Opferung, die man aufgibt, ist schon Ajib, weil manche haben Koffer verloren, der andere, ich habe auch bei mir in der Gruppe, wir haben mit 6 Mann Koffer verloren. Und auch 2 Schwestern und so, und keiner hat Klamotten dann richtig gehabt und so. Man hat, das ist einfach, man merkt, dass man nicht, dass man zu viel gewöhnt ist. Es gab einen Sheikh, bei uns Sheikh Abdurrahman, der ist, ich glaube Abu Abdurrahman oder Abdurrahman, ich bin nicht sicher, der war aus Frankfurt, der Sheikh, mashallah, und der hat sehr schön Ders gemacht, so über den Hajj und über gewisse Dinge. Und der wird auch hochgeladen im Internet, könnt ihr euch alle angucken, dieser Durus. Ja, der hat gesagt, manche Brüder hat er gesagt, die kommen zum Hajj. Also hat er uns angesprochen. Ich weiß noch, Bruder Mutter dabei war, aber der Sheikh geschworen hat. Und der hat gesagt, die erwarten VIP-Hajj. So, ja? Die wollen Bus, Mercedes-Bus, alles muss funktionieren. Weil du hast öfter so China-Busse. Da passen mit Knien so nicht zwischen den Sitzen. Ne? Da sind so für kleine Menschen gedacht. Und da musst du immer seitlich so sitzen. Das ist wirklich Ajib. So richtig kleine Busse. Klimaanlage funktioniert meistens nicht. Und wenn sie funktioniert, dann nur auf volle Pulle oder gar nicht. Und auf volle Pulle wirst du krank. Dann musst du die wieder ausschalten. Dann wird es richtig warm. Dann musst du wieder anschalten. Und so weiter und so fort. Ja, und er sagt, viele erwarten das. Aber wir haben vergessen im Endeffekt, sagt der Chef, warum wir hier sind. Ja, man will irgendwie. Ich kann mich erinnern, vor der Hatsch haben viele Leute zu mir gesagt: Ja, ach, ich will nur ein Bett und ich will nur einen Schlafsack. Und ich will nur mein Hajj machen, ich will nur Kaaba sehen, ich will nur Tawaf machen, ich will nur Sa'i machen, ich will nur da sein, ich will nur Medina besuchen. Und als wir angekommen sind, also als ich mit meiner Gruppe mit dem Bus, weil wir haben die Gruppe war gesplittet, als ich mit meiner Gruppe mit dem Bus angekommen bin, vor dem Wohnkomplex, wo wir wohnen sollten, haben manche zu mir so gesagt, boah, hier wohnen wir, hier schlafen wir. Und das war so zwischen Berge, so zwischen so einem gesprengten Berg, war so ein Komplex. Ja, Alhamdulillah, im Endeffekt, es ging sich ja nur darum, die Tage vor dem Hajj. Danach kamen wir ja schon in das Hotel, was wir haben wollten. Das hat manchen sogar nicht gepasst. Ich habe sogar Leute im Hotel gehabt, das waren so 4-Sterne-Hotel. Die haben gesagt, boah, das Hotel ist aber richtig schlecht und so. Aber im Endeffekt, die Leute haben gesagt, wie, hier wohnen wir und hier bleiben wir. Und dann hat man, also ich habe selber gemerkt, mich selbst und auch an der Gruppe,
und allgemein an die Pilgerer von Europa so, dass, und ich will nicht verallgemeinern, ich meine so, was man so mitbekommen hat, dass man gar nicht was gewöhnt ist, das Wenige oder das unterm Niveau, was wir an Niveau hier kennen. Das war auch eine Erfahrung, die man gemacht hat. Ne? Es ist natürlich eine traurige Erfahrung, aber Alhamdulillah. Die andere Erfahrung, natürlich die schöne Erfahrung, die man gemacht hat, außer diese Vorspiel von Yom Kippur und Muzdalifa, ist die Einigkeit, die der Hajj mitbringt. Subhanallah, der Hajj ist wirklich was nur mit Tauhid zu tun. Al-Hajj ist voll verbunden mit Tauhid. Es gibt einen Dars, der auch gemacht worden ist von einem Sheikh, und den werdet ihr auch im Internet sehen, bi'idhnillah. Der spricht über den Tauhid in Hajj. Er erwähnt den Tauhid, der in Hajj vorkommt. Und alles, ob das die Talbiyah ist, ob das Tawaf ist. Fängst, alles hat mit Tawaf zu tun. Tawaf fängst mit Bismillah, Allahu Akbar. Alles, überall erwähnt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du zu Safa gesagt hast, ich fange damit an, wo Allah mit angefangen hat. All diese Dinge. All die Dua, die man macht, die Ibadat, die man macht, oder die Dinge, die man dort verrichtet, die sind mit Tawaf verbunden. Und das ist das Schöne. Du siehst auch ein, und automatisch in den Sachen, die geschehen, weil es gibt einen Ablauf, die machen die alle, die ganze Million Menschen, die da sind, bi'idhnillah, siehst du auch eine Einheit und eine Einigkeit. Und das ist schön, weil keiner kann was machen. Die Talbiyah kann keiner ändern. Ja, die Leute, die meisten Menschen, außer wenn es manche Unwissende gibt oder so, aber die meisten Muslime an dem Tag machen dieselbe Talbiyah. Sie machen dieselbe Takbirat. Beim Tawaf. Das heißt, man sieht eine in gewissen Dingen, wenn man den Blick der Schönen hat. Es gibt Brüder, die sehen nur das Schlechte. Und es wird Brüder und Schwestern geben, die nur das Schlechte sehen. Oder die nur das Schlechte herauspiksen können. Aber wir wollen nicht über Schlechte nur reden, ja, über die Bid'ah, die dort passieren, oder über gewisse Schritttaten. Aber mega, alle diese Leute verschleiten. Im Endeffekt, aber es gibt eine schöne Sache, und das ist diese Einheit. Beim Tawaf, alle kreisen in dieselbe Richtung. Wenn man von Muzdalifa zum Jamarat geht, alle Menschen gehen dorthin. Ja, und all diese Dinge. Und das ist auch eine schöne Erfahrung, das mitzumachen. Das wird ihr alle, die Brüder, die jetzt noch keinen Hajj gemacht haben, wenn ihr mal Hajj macht, wird ihr das sehen, das wird in dir etwas erwecken, so ein schönes Gefühl in dir erwecken, an dieselbe Kleidung, ja, und in der Kleidung erkennst du keinen Reichen, keinen Armen, keinen Starken, keinen Schwachen, keinen Präsidenten, keinen Nicht-Präsidenten, egal wie manche teuer Ihram kaufen, ja, kann einer das für sein Ihram 50, 60, 70 Euro bezahlen, der eine hat für seinen Ihram 15 Euro bezahlt, aber im Endeffekt kennst du keinen wirklichen Unterschied, ja, vielleicht hat er einen Knopf oder so, aber viel Unterschied ist, das sind zwei weiche Tücher, also du änderst das nicht, du kannst da nichts, das sind zwei Tücher und das war's. Es gibt Experten, ja, die ziehen sich noch dabei an oder ziehen T-Shirts an, aber Allah muss sein. Es geht sich nur darum, dass du spürst diese Einheit. Jeder hat keine Chance, er ist gebunden so an diese Taten. Und das ist auch eine schöne Erfahrung, die man in Hajj mitgemacht hat. Und das ist sehr wichtig, solche Erfahrungen mitzunehmen. Und jetzt haben wir eben gesprochen über eine Sache, und das ist auch eine Erfahrung, die man macht. Ich habe auch mit vielen Brüdern gesprochen, wie oder viele stellen diese Frage. Ja, wie ist das jetzt wieder hier in Deutschland und so, was machst du? Und meistens ist man, wie gesagt, mit gemischten Gefühlen. Ja? Teilweise, manche haben Brüder haben so Depri und so sagen, boah, wie ist jetzt wieder hier zurück, so kalt und in Saudi-Arabien warm und man ist ständig im Gebet und 100.000 fahren und du kannst freiwillige Tawaf machen und da und du siehst nur den Grab und wieder mit Lahia und so. Es ist ajib, so, wenn das Auge die ganze Zeit wochenlang das mitbekommt und auf einmal wirst du, boom, so ins Kalte geschmissen. Das ist auch teilweise so deprimiert, so. Aber subhanallah, also ich habe auch mit anderen Brüdern unserer Gruppe gesprochen. Ich habe so einen Bruder angesprochen aus Aachen, der hat mir auch gesagt: Boah, wir haben den ganzen Tag geschrieben, Bruder, ich kann nicht mehr, ich komme nicht drauf klar und so, jetzt so, es ist voll schwer, mich umzugewöhnen, das war zu krass und so. Und ich habe den geschrieben: Guck mal, Bruder, denk an den Vorträgen, die wir gehört haben. Und wir haben einen Muhaddith, am letzten Tag, bevor ich abgereist bin, kam ein Muhaddith zu uns, ein Hadith-Wissenschaftler, und hat einen Dars gemacht und den Dars auch aufgenommen. Und später wurde ihm eine Frage gestellt. Und das war ajib, die Frage, die ihm gestellt worden ist. Die bezieht sich genau darauf. Und diese Frage hat mich gerettet. Was heißt, er hat mich gerettet? Also diese Frage hat mir die Augen geöffnet bezüglich der Lage, in der wir nach dem Hajj kommen. Oder in den Ort, wo wir kommen. Und er hat gesagt, er hat mal gehört, dass Gelehrte gesagt haben, oder Schuyuch gesagt haben, dass die Brüder und Schwestern, die im Ausland leben oder in Ländern, wo nicht Islam herrscht und nicht wie jetzt Mekka und andere muslimische Länder, ja, dass die mehr Belohnung haben für ihre Taten. Ob das stimmt, ob die mehr Belohnung für ihre Taten bekommen, ja, weil die mehr Schwierigkeiten erleiden, es schwer ist, ihre Taten umzusetzen, hat er diesen Hadith-Wissenschaftler gefragt. Ich habe mich gewundert, so die Frage, ich habe sie jetzt noch nie gehört, also nicht so direkt als Frage gehört. Und der Sheikh sagt, ja, er kriegt mehr Belohnung. Und er hat gesagt, der Beweis dafür ist der Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er hat gesagt, der Islam hat Fred angefangen, so Bada al-Islam wa Ariba, wa Sayyaudu wa Ariba al-Kababada, Fatuba li-Uraba.
Er sagt, hier ist der Hadith, ist der Beweis. Der sagt, der Prophet sallam sagt, der Islam hat fremd angefangen. Und er wird wieder fremd zurückkehren, wie er angefangen hat. Und dann sagt der Prophet, dann sagt der Sheikh sagt, der Prophet sallam sagt, der Prophet sagt, Fatubali, oder also frohe Botschaft, oder viel Belohnung den Fremden. Dann sagt der Sheikh, diejenigen, die fremd sind bezüglich ihrer Religion und einer Ortschaft, um fremd werden bezüglich ihrer Religion, der Prophet sagt zu diesen Leuten, Fatu, also Vorbotschaft an diese Leute. Sagt, der Beweis liegt in diesem Satz, dass du mehr Lohn hast, weil der Prophet sagt zu dir, du wirst Vorbotschaft haben, weil du fremd bist. Und dann hat er viel darüber gesprochen. Und das ist, ich habe auch mal einen Sheikh in Kanada gehört, der gesagt hat, also er wurde auch, hat allgemein darüber eine Khutbah gemacht und darüber gesprochen. Und er hat was Schönes gesagt. Also er hat ein anderes Beispiel gegeben. Er hat gesagt, schaut mal, hat er gesagt, Bruder, viele beklagen ihren Zustand und ihre Lage, wie sie hier sehen und sagen, hier ist nichts und so und ich will lieber dort leben und dort leben. Ist ja auch kein Problem. Jeder muss ja aussuchen und in gewissen Zuständen sind wir sogar verpflichtet, irgendwo anders zu leben. Und er sagt, aber guck mal, er sagt, ich gebe ihm ein Beispiel. Er hat gesagt, zum Beispiel, wenn du jetzt in Mekka oder Medina leben würdest, wie viel Möglichkeit braucht, bleibt dir zum Beispiel den Leuten etwas beizubringen, den Leuten etwas mitzugeben, weil du weißt, wenn du etwas Gutes mitgibst, zum Beispiel bringt dir jetzt die Surah al-Fatiha bei und du lernst die Fatiha und du liest die Fatiha in dein Gebet oder ich bringe dir das Gebet bei oder ich bringe dir Fasten bei. Kleinigkeiten, das ist ja in Deutschland oder in solchen Ländern, wie wir leben, normal, dass wenn man sich gegenseitig was Neues mitgeben muss, weil das ist ja, der Informationsfluss ist nicht so viel. Und man ist nicht umgeben ständig von Durus. Natürlich in Ländern wie Saudi-Arabien, da hast du Dersen. Jeden Menschen nach dem Gebet hörst du in Alhamdulillah, fängt irgendein Sheikh ein Ders zu machen. Und der hat gesagt, die Möglichkeit ist wenig dort. Du bist umgeben von Tulab al-Ilm und so, von Leuten, von Schülern des Wissens und von Wissenden und von Gelehrten. Du bist umgeben von denen. Die meisten wissen auch, sprechen die Sprache und so. Der hat gesagt, aber guck mal, welche Chance hat der gesagt. Und er hat im Zustand von Kanada gesprochen. Er hat gesagt, guck mal, welche Chance ihr hier habt und ihr sollt die Chance euch nutzen. Du kannst den Leuten was beibringen. Du bringst einen Bruder, du bringst einen Muslim, er heiratet durch dein Lernen, bringt er seine Frau das bei, deine Frau bringt er seine Kinder bei und dieser Lohn geht immer rückwirkend. Und das kannst du hier ermöglichen. Und das ist das wiederum, liebe Geschwister, was ich jetzt bei der Antwort des Gelehrten gesehen habe, voll der Durchblick. Also das heißt, was mein voller Durchblick damit, wie der durch diese ganzen Sachen, die, du musst dir jetzt die ganzen Sachen vorstellen, nackte Frau, bla bla bla, bla so voll in der Mitte das Gute gesehen hat und voll das Gute getroffen hat. So. Ja, und uns haben wir dadurch natürlich Mut gemacht und auch Kraft gegeben hat, weil es ist ja auch schwer, wenn du dann in ein Land wieder zurückkehrst, wo nicht diese ganzen Sachen siehst, die du in Mekka siehst oder in diesen muslimischen Ländern siehst. Ja, aber der hat voll so in der Mitte das Gute getroffen, hat dir gezeigt, wo du ansetzen sollst. Worauf du ansetzen sollst. Ja, das heißt, du hast halt gemacht, du bist jetzt voller Kraft, voller geladen, wo setzt du an? Das ist das manchmal schwer. Ja, und jetzt erst recht in der Lage, in der wir sind. Ja, ihr in voller Dunkelheit am Mund haben. Aber, Alhamdulillah, liebe Geschwister, das Licht durchdringt immer die Dunkelheit. Und die Wahrheit wird immer die Lüge überdecken und wird immer nach vorne kommen. Und da, wo man denkt, manchmal, dass es keinen Ausweg gibt, dann auf einmal kommt der Ausweg. Ja, und das ist im Endeffekt, hatten wir daran fest, was der Prophet außerdem gesagt hat. Ja, frohe Botschaft den Fremden. Und das auch eine Erfahrung, die man jetzt gemacht hat, also durch diese Frage von dem Sheikh, dass man mit neuen Gedanken zurückgekommen und hat sich gesagt, okay, wo setze ich an? Früher, vielleicht ist man von Hajj zurückgekommen oder von solchen weiter zurückgekommen und man hat gesagt, wo fange ich an und man konnte nirgendwo ansetzen. Aber der Sheikh hat subhanallah dir gegeben und sagt, hier, setz darauf an. Das heißt, er hat ja auch gezeigt, durch diese ganzen Facetten, die es gibt, schau in das Gute hinein und nimm das Gute und wende das Gute an. Damit haben wir Muslime sowieso ein Problem. Die Muslime haben ein Problem und Allahu alam, Allah weiß am besten. Ich meine nicht alle Muslime damit, aber viele Muslime haben damit ein Problem. Durch das Ganze, wenn die irgendwas haben, was nicht alles immer gut ist, das Gute daraus zu nehmen. Ja? Und wir klemmen uns immer an das Schlechte oder an den halbwegs guten Sachen und bleiben da hängen. Und das darf nicht passieren. Und das sehen wir auch in der Oma im Endeffekt allgemein. In der Oma sehen wir sind ein Beispiel für uns selbst. Du siehst, wie oft Brüder das Schlechte von einem Bruder an der Wand nageln und so groß machen und alles Gute, was der Bruder gemacht hat, vergessen wird. Zum Beispiel, der Bruder hat von 100% hat 20% schlecht und 80% gut. 80% werden vergessen, indem der etwas Schlechtes gemacht hat. Das ist diese Art, wie wir kennen, du trägst einen in 20 Jahren und dann sagst du ihm, aber ich kann dich heute nicht tragen und dann sagst du, du bist schlecht.
Dieses Sehen dürfen wir nicht haben. Das dürfen wir nicht haben. Man muss immer das Gute im Vordergrund setzen. Immer das Positive, im Positiven genannt. Es gibt Leute der Salaf, die gesagt haben, warum ist der erste Gedanke wie ein Pfeil von einem Gläubigen, dass das erste Gedanke auf jeden Fall sofort schlecht ist. Und die sagen, das, was die Lippen verlassen, geht nicht mehr zurück, wie ein Pfeil nicht mehr zurück zum Bogen kann. Und so ist das meistens bei uns. Aber das ist wiederum eine andere Geschichte. Und dies sind Erfahrungen, die wir jetzt im Hajj gemacht haben, oder die ich persönlich im Hajj gemacht habe. Und ich hoffe, dass wir einen Nutzen daraus finden werden, sodass ihr mich mitbekommt. Ich bin später Allah Ta'ala darum, dass jeden Bruder, der hier sitzt, den Hajj ermöglicht, wenn er das noch nicht gemacht hat, dass er auch in diese Städte kommt und diese Ibadah einmal in sein Leben führt und dass er auch die heilige Städte sieht und auch von dem allen Guten dort, die es gibt, mitnimmt und mitbringt. Das ist wichtig. Mitnimmt und mitbringt, das ist sehr wichtig. Weil ich habe das dem Bruder auch gesagt. Ich habe gesagt, egal ob wir jetzt gehen, verlassen, ob uns das nicht gut tut oder ob wir uns nicht gut fühlen, wichtig ist, nimm was mit. Nicht jetzt nur die Geschenke, die man hat, nimm was mit. Also nimm wirklich was mit. Gib ein Plus raus. Und diesen Plus gibst du an den Leuten weiter. Weil davon haben die Leute einen Nutzen. Davon haben die Leute etwas. Die haben nichts davon, ich stehe zum Beispiel, ich habe dir einen Defa gewandt, die mich einen Auto, die bringe ich das. Und du hast nichts anderes für manch außer einen Gegenstand. Dies, liebe Geschwister, die Wörter, die ich an euch richten wollte, wenn ich was falsch gesagt habe, ist das nur von mir, von Shaitan. Und wenn ich was Gutes gesagt habe, ist das nur von Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.